Was geht ab, meine lieben Freunde, und willkommen zurück zu einem weiteren wunderbaren Video auf diesem wunderbaren Kanal, wo nur wunderschöne Menschen zu sehen. Freunde, wir sind wieder back am Start mit MI und Reportage. Wir haben uns einige Zeit lang nichts mehr von MI angehört. Wir werden aber auf jeden Fall weiter 4 auch noch morgen abchecken. Ich hatte eigentlich weiter 4 für heute eingeplant, aber ich hatte jetzt irgendwie mehr Bock, Drive by 2 zu hören, der auch schon etwas länger draußen ist. Von Billy die EP werden wir auch noch aufholen. Wir haben noch ein paar, ich glaube 2 Musikvideos und dann, ich glaube, noch 2 oder 3 Songs von der EP, die wir uns noch geben werden. Falls ihr ein paar andere Reactions von mir zu Billy und Emma sehen wollt, ich werde oben ins ein paar reinpacken. Schaut doch gerne vorbei. Ansonsten haben wir jetzt Drive by 2. Drive by 1 auch unglaublich stark gewesen. Jihook von Emma unvergleichlich. Ich bin gespannt, ob wir jetzt hier eine ähnliche haben werden. Probiert das Ganze von 50. Wir hören rein, Freunde. Let's go. Die Szenen im nachfolgenden Video dienen lediglich der Unterhaltung und sollen keinen Aufruf zur Nachahmung oder Ausübung von Gewalt darstellen. Alle Personen, Orte und Handlungen sind rein fiktiv. Ich bin gespannt. Oh, es ist ein ähnlicher Beat. Es ist ein ähnlicher Beat, oder? Da kommt mir auf jeden Fall bekannt vor. Ich habe Drive by 1 auch eine Zeit lang nicht mehr gehört. Yeah. Yeah. Um euren Shit zu fühlen, brauche ich kiloweise Benzos. Lass Rapper-Leichen stapeln, streck sie nieder mit nem Bando. Guck, ich lad die Gun, du hast Pompom wie bei Nintendo. Und Rapper haben einen abgehackten Kopf in ihrer Fanpost. Euer Leben ist ein Witz. Und Rapper haben einen abgehackten Kopf in ihrer Fanpost. Damn, und das, Digga, das mit diesem Comic-Stil liebe ich. Dicker, wir regeln die Hits, Dicker. Und nach einem Tritt in dein Gesicht kriegst du den Zeckfinger. Mach mal nicht auf Pablo Escobar, schieb dir dein Narcos in den Arsch. Ihr habt nur Kilos in nem Morso und am Start. Dicker, 7 Punkte Flatsburg. Oh, holy shit, wie er einfach am Rasieren ist. Aber keine in der Abi-Klausur. Doch unsere Texte haben mehr Inhalt als eine Karikatur. Hey, das ist... Okay. Erst einmal. 7 Punkte auf 7 Punkte in Flensburg, aber kein in der Abi-Klausur. Ich sag's, wie es ist, Freunde. Ich hab in meinem Zeugnis von der 11. Klasse hatte ich 1 Punkt in Spanisch. Von 15 möglichen, Freunde. Ob ich schlecht war in Spanisch? Un poco. Karikatur. Hey, das ist MI. Error, Junge. Drive by 2. 10-mal besser, 10-mal fresher, doch das Mindset bleibt. Manche... 10-mal besser, 10-mal fresher, doch das Mindset bleibt. Nice, Mann. Guter Nachfolger. Ich liebe diesen Comic-Panel-Stil hier. Rapper haben einen Zweitjob als Geisterjäger, denn sie nehmen für Shirin David Ghost Spuren auf wie ein Geigerzähler. Gute Zeile, Mann. Als Geisterlehrer, sagt er. Mein Zweitjob als Geisterjäger, denn Geisterjäger. Für Shirin David Ghost Spuren auf wie ein Geigerzähler. Könnt jetzt Namen nennen, aber guck, ich schweige lieber. Bevor ich schreiben lasse, bleib ich lieber Kleinverdiener. Bleib ich lieber Kleinverdiener, auch schön, Mann. Muss jeder für sich selbst wissen, ich persönlich find's nicht schlimm, wenn man Ghostwriter hat und sagt, ja, ich hab Ghostwriter. Ich find das nicht schlimm. Muss jeder für sich selbst wissen, aber völlig nachvollziehbar, dass er da keinen Bock drauf hat. Wir sind immer noch gegen Plastikmusik. Immer noch kein Fick auf jeden aus der Kackindustrie. Ich bin kein Alpha-Zombie, bist aus Pedo und Clown. Aus Katjes Plastikfresse könnte man ein Lego dann bauen. Spuck auf Hero-Junk-Sound, ihr wollt kein Battle. Fahre Schamburg, Billy shootet dich vom Rücksitz mit der Barrett, Mann. Und plötzlich kriegt ihr Panik. Digga, wie er am Ausrasten ist. Junk-Sound, ihr wollt kein Battle. Fahre Schamburg, Billy shootet dich vom Rücksitz mit der Barrett, Mann. Und plötzlich kriegt ihr Panik. Keiner wird begnadet, denn mit deiner Kugel treffe ich Jule. Wer ist das? Wer ist JW? Keiner wird begnadet, denn mit deiner Kugel treffe ich Jule. Ich hab. Gibt's da Beef? Gibt's da Beef? Ich hab jemanden im Kopf. Plötzlich kriegt ihr Panik. Keiner wird begnadet, denn mit deiner Kugel treffe ich Jule. Er sagt Jule. Oder er sagt Jule. Er sagt Jule. Ich meine, Juju heißt Jule, oder? Ja, Digga, ich hab keine Ahnung, aber ich hab eine andere Person im Kopf eigentlich gerade. Guck, ich lass mit Drums dein Gehör zerfetzen. Denn der Beat ist 50, so wie Curtis Jackson. Erfolg. Na, denn der Beat ist 50, so wie Curtis Jackson. Schaut aus 50 Cent. So wie Schiffsortung. Doch ihr seid nicht Ami-Rap, ihr seid die Wish-Version. Oh, jetzt Billy. Und wieder fliegen 2, 3. Okay, zum ersten Hook. Oh, okay. Und wieder fliegen 2, 3 Mikes durch die Bude in den Rapper kriegen Drive-By-Likes wie beim Super. Interesse, wenn dein 1-1-2 wird gemutet, weil wir beenden gleich dein Life mit der Kugel. Wir machen nichts auf King, nein, wir bremsen ein Tempo.
Holy shit, Digga. Okay, ich hab mit einer Hook gerechnet, die an Drive-By angelehnt ist. Aber ist sie nicht, ist was komplett eigenes. Nice, Mann. Kenzo. Trap ist ein Riesen-Meme auf Teledin in Skinny Jeans und jeder Text ist primitiv, nur Lilele und Mimimi, bin ein Genie und geisteskrank. Ich will keine Rolli, will die Johnny Hunt in Cyberpunk. Gut zu sein, nur Skaska und Flowfehler. Hier kommt die Fusion, Digga, Schlampe, wir sind Gogeta. Gogeta, nice, Mann. Ich hab zwar keine Ahnung von Dragon Ball, aber eine Fusion und Gogeta sind Vegeta und Son Gohan. Ich bin im Game, Freunde, noch nie die Folge gesehen, aber ich bin im Game. Im Tun wirft Deutschrap sein Handtuch. Deutschrap ist Callcenter, jeder macht Anruf. Wir haben Hunger und wir holen uns die ganze Beute. Wenn ich will, du kleine Note, rap ich nur auf Ganggeräuschen. Das ist die Comfort gegen Bruno Banani und ihr habt weniger IQ als diese Jule Wasabi. Okay, wer ist Jule Wasabi, Digga? Ist das Juju? Ich weiß es nicht, Digga. Jule Wasabi. Ah, nee, Jule Wasabi! Jule Wasabi, Digga! Cashmo! Da kommt mir direkt Cashmo im Kopf. Jule Wasabi, okay. Ich hatte eine ganz andere Person im Kopf. Jule Wasabi in dem Cashmo-Skandal, wo ich 100% auf Cashmos Seite bin, Mann. Habe ich das nur gesehen. Sie war, glaube ich, mit Falk. Hatte sie so einen Podcast gemacht, wo sie einfach Scheiße gelabert hat, Digga. Aber diese andere Scheiße, so dass man sich aufregt. So dass man sich richtig aufregt. Schaut euch gerne auf Cashmo, wenn ihr alles wissen wollt. Er hat darauf reacted. Schaut euch da gerne seine Reaction drauf an. Dann checkt ihr das. Kommt doch alle her, wir werden weiter Stellung halten. Jeder Track von uns hat bei Inhalt als 100 Mero-Alben gemein. Ja, Real Talk, Digga. Der Chef, Digga, wir sind beide treffsicher. RFDF, Digga, Drive-By 2. RFDF, Digga, Rap für die Fam. Nice. Und jetzt diese göttliche Hook, Mann. Und wieder fliegen 2-3 Mikes durch die Bude. Allein das finde ich schon nice. Und wieder fliegen 2-3 Mikes durch die Bude. Allein diese Vorstellung und diese Bilder. Macht Poster. Ich sag's, ich hab's doch gar nicht gesagt, Mann. Bringt Poster raus. In dieser Karikatur, in dieser Comic-Stil-Form. Durch die Bude, dein Nachbar kriegen Drive-By-Likes, wie beim Shooting. Ich lasse denn dein 1-1-2, wird gemutet, weil wir banken gleich dein Life mit der Kugel. Du machst mir nicht auf King, Mann, wir bremsen ein Tempo. Was ich halt bei Meisab liebe, Mann, dass er immer und immer irgendwie verschiedene Oktaven noch so schafft, verschiedene Rhythmen in die Hook reinbringt und nicht auf einer Stimmlage durchrappt, sondern die Musikalität hier mitbringt. Damn, auch nicer Beat, Shoutouts an 50. Geil, Mann. Auch hier schon Gemeinde und RDF. RFDF. Poster, das ist ein Poster. Poster. To be continued, Freunde, sowas liebe ich, Mann. Ich bin im Game. Damn, nice, Mann. Ich fand allgemein die Comic-Optik sehr, sehr, wie soll ich sagen, unturned nochmal, und unturned sehe ich mich aus, unturned nochmal dafür, dass das Ganze ein bisschen, keine Ahnung, mehr nach vorne geht. Du hast dieses Feeling, dass du zu einem Camp gehörst, so, durch diese Comic-Optik mehr gefühlt, finde ich. Ich bin sehr, sehr gespannt auf weiter 4, es wird hier schon vorgeschlagen, 200 fette Bars, man, holy fuck, ich freue mich sehr drauf. Aber erstmal hierzu, wir haben eine abnormal krank geguckt, die ins Ohr geht und die ein Ohrwurm ist. Ein gutes Video, finde ich, zu Corona-Zeiten eh schwer, irgendwas anderes zu drehen. Und das Beste rausgeholt, finde ich, sehr, sehr nice, Shoutouts an den Artisten. Und sonst hatten wir hier einen sehr, sehr stabilen Part von MI und von Billy auch. Und die beiden wieder zu sehen, ist sehr, sehr nice. Damn, gutes Ding, Alter. Ich freue mich sehr auf weiter 4, wie gesagt. Da habe ich schon unzählige Nachrichten bekommen. 10 Minuten geht das Ding. Das werden wir uns morgen geben. Ich freue mich drauf. Freunde, bis dann. Habt einen wunderbaren Tag. Bleibt fresh, so wie immer natürlich. Und ciao.